Hallihallo, da sind wir mal wieder. Ja, es gab jetzt länger kein Video. Wir haben ein bisschen Probleme A, mit dem Internet. Ich habe nämlich momentan auf dem Laptop gar keins. Ich muss das im Moment alles über das Handy machen. Wir sind noch auf der Suche nach was Neuem. Miau, die Katze spielt mit ihrem Schwanz. Ich glaube, die hängt gerade selber fest. Das ist eine Eule, sage ich mal. Naja, gut. Ja, und letztes Wochenende wollten wir dann ein Video machen, und da hatte ich aber so dolle Halsschmerzen, dass wir das dann nicht gemacht haben. Naja, jetzt sind wir jedenfalls mal wieder da und wir wollten euch mal zeigen, was so unsere Idee war zu Ostern zum Verschenken. Und zwar haben wir diese kleinen Eierkartons hier. 4 Stück im Moment, sollen noch ein paar mehr werden. Und die haben wir nur mit diesen ganz normalen Schulmalfarben angemalt, also diese Wasserfarben, ne? Ja, die wollen wir noch ein bisschen verzieren und dann sollen da, wo eigentlich die Eier reinkommen, zum Verschenken dann Mini-Muffins Muffins. sollen dann dort rein. Ich dachte gerade, warum hast du Eier gesagt? Da, wo eigentlich die Eier reinkommen. Also, ne, da sollen dann die Mini-Muffins rein. Aber so sehen die ja noch nicht besonders hübsch aus. Mal gucken. Wir haben uns hier ein bisschen Zeug rausgesucht. Also auf alle Fälle wollen wir. Jetzt fällt mir gleich alles vom Tisch. Solche 3D-Motive hier vom Action drauf machen. Fände ich sehr hübsch. Und darunter, ja, weiß ich nicht. Machen wir solche. Welche Farbe nehmen wir denn jetzt überhaupt? Er hat mir vorhin schon mal geguckt. Ich glaube, wir nehmen wir das Küken. Ja, Oder die Ente erstmal für den blauen. für den blauen die Ente Also und das mach. Küken für den Wir orangen. machen jetzt aber nur erstmal eins, ne? Sonst Ja. wird das Video zu lang. Also nehmen wir da diese Ente für den Karton. Nehmen wir erstmal die zur Seite, kannst du die mal rüberstellen? Bitte schön. So, mal gucken, was passt denn da dazu? Blau auf blau. Ein bisschen doof, oder? Ich weiß es nicht. Was sagst du? Pöschen? Oder nehmen wir das hellgrüne auf das blaue? Das ist auch blöd. Ich würde eher Da oder da? Sind, glaube ich, verschiedene, oder? Täuscht das? das täuscht. Keine Ahnung. Nee, sind doch die gleichen. Und Na gut. die Mama hat das von innen angemalt und ich von außen. Legen wir das auch zur Seite, dann schauen wir mal. Dann nehmen wir eben doch ein blaues. Irgendwie hat die Katze heute einen Pieps. Ich glaube, das ist die Frühlingssonne. Phoebe, ja? Knallt's durch heute? Und das Hellgrün und das Orangen habe ich komplett Jagt die angemalt. ihren eigenen Schwanz. Also das macht sie ja öfter, ne? Aber dass sie so reinbeißt wie vorhin und die hat ja selber dann rumgemeckert, weil es weh tat. Katzen. Kriegt man das hier so um die Ecke geklebt? Muss ich mal versuchen. Ich dann das erste Motiv ausmachen. Du, wenn du willst, kannst du auch schon mal anfangen, weil Ja. das ist ja sowieso mal ein bisschen so gepäuselt, ne? Ich brauche aber mal den Leim. Oh. Bisschen chaotisches Video heute. So, das Wetter ist jedenfalls fantastisch. Seit gestern schon eigentlich, ne? Auch gestern war es noch ein bisschen sehr kühl. Ich weiß noch nicht, wie es heute ist. Wir gehen auf alle Fälle heute noch raus und Osterzweige holen. Sag mal, habe ich jetzt Ich zwei? weiß auch schon, wen wir mitnehmen. Oder ist das eins? Das sind zwei. Ah! Das täuscht manchmal. Düdelü, tüdelü. Und wir müssen auf alle Fälle noch Wäsche raushängen, wenn es gerade mal so toll ist. Wir hatten ja jetzt wochenlang so ekliges Pieselwetter. Ist aber blöd und auf dem Boden haben wir nicht so viel Platz und dann stapelt sich die Wäsche. So ist das. So, mal gucken. Kriegt den Entenfuß nicht ganz. Hängt doch ein Dann machen wir das so oder so. So. Ich hoffe, das hält dann noch.
bin immer noch total verschnupft. Schon seit letzten Samstag geht das so. Und irgendwie wird das nicht wirklich besser. So. Hätten wir das schon mal. Sieht jedenfalls schon besser aus als nur angemalt, ne? Und dann mal sehen, ob wir das bei den anderen auch so machen. Du kriegst das nicht raus. Warte mal, du kriegst dieses Leimblatt hier weg. Sonst, wenn mir das wegflattert, klebt es dann auf den Fußboden. Phoebe, bitte nicht den Papierkorb ausräumen. Guckt schon wieder so. Ist so interessant, die Papier, das zusammengeknüllte Papier vor allem, ne? Kann man so toll damit spielen. Ach ja, das meine ich, ne? Das ist immer so ein Gefummel hier. Aber sieht eben sehr hübsch aus dann, ne? Die Klebepads haben wir von der Tanja. Ja. Haben wir ja auch ein Video dazu gemacht. Ja, haben auch noch irgendwo andere, die habe ich aber nicht gefunden. So, also die einzige Stelle, wo es jetzt nicht raus will, ist das hier. Und ich habe auch was von der Tanja bekommen. Schwere Geburt. Ach, so. Da haben wir das Küken. Entenküken. So. Ich versuche mal das zu halten. Wollen wir das nicht erstmal draufpacken? Ja, aber ich versuche schon mal das zweite zu halten. Was hat sie denn jetzt wieder gefunden? Und eine Staubfluse. Ja, Phoebe, Staubsaugen müssen wir auch noch. Gut, dass er mich dran erinnert, wa? Die findet an jedem Grün. Die kleine Kinder, wenn die unten rumrobben, die finden auch alles. Nee. Vor allem das, was sie nicht sollen. Da haben wir auch jemanden. So. Nehmen wir hier. Die größere. Raschel, raschel, raschel. Ups. Kriegst du das raus? Ein bisschen. Mal sehen, ob ich das und. Jo, und ein paar Osterkarten müssen wir auch noch machen. Zumindest für die Leipzig-Oma, ne? Ich glaube, da ist Eierkarton mit Muffins drin, bis nach Leipzig schicken. Weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Wenn wir eine schöne Karte machen. Und für Leipzig-Opa gleich. Ist ja für beide dann die Karte. Hm. Ja, das ich habe das rausgekriegt, aber nicht die Hand von der Schreibe. So, klebt man mal mitten drauf oder ein bisschen so an die Seite? Bisschen an die Seite. Das sieht nämlich schöner aus. Obwohl das, weil das auch so schön rund ist. Ich würde es aber ein bisschen an die Seite. Und ich glaube, ich mache das in die Mitte. Wir können ja bei den anderen dann. Ah, das ist so schön rund, das passt ja so toll mittig drauf. So. Kriegst du das nicht raus? Also ich habe es rausgekriegt, aber nicht das Band von der Schleife. Moment hier. Mal kurz. So, wir haben es geschafft. Entchen ist draußen. Mhm. Ganz schöne Quälerei. Hm? Hm. Da auch nochmal die großen drauf pappen. Und dann werde ich wohl die kleineren nehmen. Sollte man vielleicht auch die Folie abmachen, damit es klebt dann, ne? Ich wieder.
Katze hat sich verdünnisiert inzwischen. Ich dachte, die macht wieder mit. So. Du bist aber schnell. Ich bin noch gar nicht so weit, Cassie. Na und? Ich kann auch schon das nächste ausmachen. So. Dann packen wir da das Entchen drauf. Oh, was haben wir hier gerade noch ganz? So. Mein Handy meckert. Dem wird's zu warm. Wieso denn das? Handy wird's zu warm, ne? Hm. Knack, knack. Alfred Jodokus quackt. Wie bitte? Diese Dinger hier nicht ab. Alfred Jodokus quackt. Kennst du den nicht? Nö. Hab ich als Kind ganz oft geguckt. Ich kenne bloß den Film davon, aber das guck ich nicht. Jetzt vielleicht noch ein bisschen schneller. Nur jetzt gerade nicht. Hilfe. Komm gar nicht mal mit hier, ne? So. Das. So, Köpfchen. Das sieht ja irgendwie brutal aus, oder? Wenn man nur diesen Entenkopf hier hat. Arme Ente, Mensch. Ein Gefummel. So. Da kommt die Katze wieder. So. Entchen. Passt aber ganz gut auf den blauen Karton, ne? Mhm. Endlich jo. Hab ich's raus. Das noch. Oh je, und dann noch die Schleifchen da. Mhm. Da sind ja selbst die Klebepads zu dick. Drauf. Ja, ja. Ich sehe schon, aber ich weiß noch gar nicht, wie man die da kriegen. Naja, mal sehen. So. Ich musste bei den Fuchs aufnehmen. Und jetzt geht's mal mit. Blödes Gehuste. Jo. Das Blümchen und mit den Schleifen müssen wir mal schauen, hä? Wie rum kommt das zu? So? Ja. So. Moment, noch mal kurz. So. So, na dann. Kriegst die Schleife nicht raus. Oh je, Moment. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Schon wieder so kratzig im Hals. Muss ich ja jetzt keiner angucken. Ja, war ich. Mach mal Pause. So, nach ein ganzes bisschen Rumgefummel und Rumgeschnippel haben wir es dann jetzt geschafft, glaube ich. So. Dort Schleifchen. Ja, ja doch. Hier. Ich gucke ja nur wie rum. So, da haben wir das Schleifchen und hier, ja,
Knopf. Hier müsste man ja, ich glaube, das geht nicht mal mit einem halben Klebepad, oder? Hier geht ein ganzer, aber hier. Das ist jetzt blöd. Mal gucken, ob das irgendwie geht. Mal da ein Stückchen von abschnibbeln. Möglichst ohne den Finger zu erwischen. Erstmal. Und ich muss da wie eine Ärztin das. Wie jetzt? Das war aber nicht mit einer Schere. Ja, mit dem Messer. Das war mit dem Messer beim Kürbisschnitzen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich habe mir hier einmal komplett mit dem Messer so lang gesäbelt und das konnte man dann so richtig schön aufklappen. Hat geblutet wie Sau. Ich rannte etwas panisch hier rum mit meiner Küchenrolle, die immer wieder durchgeblutet ist und Cassie hat hinter mir hergewischt. Während ich noch überlegt habe, ob ich jetzt einen Arzt anrufen muss oder nicht. Nee, haben wir dann nicht gemacht. Ich habe mir dann selber eine Schiene gebastelt für den Finger, weil immer wenn ich den geknickt habe, ist das wieder aufgeklappt. War sehr lecker. Ich habe jedenfalls irgendwie da so ein bisschen Talent dafür, ne? Mit so scharfen Gegenständen sollte man mich eigentlich nicht alleine lassen. So. Du bist wie ein Kleinkind. Und sowas will Erzieherin sein, ne? Naja, gut. Möchte mir vor den Kindern vielleicht nicht passieren. So. Auf jeden Fall sieht das so ganz niedlich aus. Mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen was verzieren, so mit Halbperlen oder so. Werden wir mal schauen. Auf alle Fälle denke ich mal, dass wir euch die dann zeigen, wenn die fertig sind alle. Uns fehlen ja auch noch welche. 6 Stück wollte ich eigentlich haben, aber so viele Eier kann ja kein Mensch essen. Ich freue mich. Ich esse nur ganz selten mal welche. Ja, auf jeden Fall finde ich das so ganz niedlich. Und wenn dann da die kleinen Muffins drin sind, kann man ja auch noch ein bisschen verzieren, ne? Ich habe nur gestern verzweifelt diese kleinen Mini-Förmchen gesucht im Kaufland und habe sie nicht gefunden. Mal sehen, werden schon noch welche irgendwo auftreiben. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn die Eierkartons fertig sind. Tschüss.